So, und damit seid ihr gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eglodum zu einem neuen Part Super Mario Maker 2 mit dem Zwergenfuchs und mit dem Baumeister Mario hier im Abenteuermodus. Muss mal wieder sein, ein neuer Part vom Abenteuermodus, und Toadette braucht weiterhin Münzchen, um die Sache hier mit dem Gebäude abzuklären. Ja, sehen wir uns neue Aufträge an. 4 haben wir scheinbar schon geschafft. Dann starten wir in Auftrag Nummer 5. Spukhaus Wirrwarr. 2 von 4 Sternen. 150 Münzen gibt es dafür. Also, ich habe da so ein Spukhaus gebaut. Aber die Sache ist die. Ich finde nicht mehr heraus. Irgendwas stimmt hier nicht. Könnte mir vielleicht jemand helfen? Bitte! Popstar 1 hat diesen Level erbaut und wir spielen es. Los geht's. Dann zeig ich Ihnen mal, wo der Hammer hängt. Jo. So schaut's aus. Im Spukhaus Wirrwarr. Das klingt ja schon spitzenmäßig. So. Ich spiele heute mit den Joy-Cons mal Super Mario Maker 2, weil mein Pro-Controller den Geist aufgegeben hat. Also die Batterie hat den, der Akku hat den Geist aufgegeben, deshalb, ja, ist die Steuerung vielleicht heute ein bisschen kantiger, ein bisschen komplizierter. So, wie lösen wir denn das Problem? Oh. Ja gut, P-Switch ist unten drunter und schon verkackt. Ja gut. Vielleicht mal hier oben rein. Wäre eine Lösung. Ja, man nicht verkackt. Die Spielsteuerung ist schuld. Was denn sonst? So, soweit waren wir doch schon. Ups. Müssen wir da jetzt wieder zurück oder was? Joschinski. Ja, da oben durch die Röhre können wir nicht. Ach, der Kollege, der kann da drauf. Ja gut. Das ist doch zum Mäusemelken. Gästehäuser, wie ich diese Gästehäuser liebe, das ist doch einfach, das ist zauberhaft. Gästehäuser. Ja, nu. Ach, verdammt. Ich würde sagen, vielleicht hilft es uns das weiter, wenn wir groß bleiben können. Wie kriegen wir denn den P-Switch aktiviert? Das ist hier die große Preisfrage. Natürlich. Alles klar. Ach Mensch. Joschinski, hier geblieben. Ach, ich hänge mich hier wieder an dem. Das ist. Ich hänge mich hier in diesem einen Level auf. Es ist mal wieder Skill hoch 1000. Luigi überlassen? Nee, komm, lass mal. Wahoo! Wahoo!
Ach, dieser verdammte Geist hier, das ist doch... Sind sogar mehrere. Oh, den Behub konnte ich überspringen. Den haben sie überstanden. So, weg da. So, Joschinski. Hops. Na komm, sammeln wir das ein. Ja, zurückgucken. Können die Geister nicht fressen. Verdammt. Es gibt gleich Ärger hier. Ach, verdammt. Mensch, nein. Das ist doch zum Schreien. Es sieht schwer aus, als es ist. Ich stelle mich nur so bescheuert an. Es liegt nur an meiner bescheuert Begrenztheit in Super Mario Levels. So, den mal anschauen, solange wir hier nicht schlucken. So lange Zeit fristen, wie wir können, Zeit schinden. Ach, verdammt. Ich muss hier rüber. Joschinski. Kommen Sie her, Joschinski. Bewahren Sie Ruhe. Ach, verdammt. Daneben gesprungen. Genauer gesagt, daneben gefallen. Ja komm, dann mach's halt mal, Luigi. Es ist ja dann halt scheiße, aber naja. Luigi Time. Ja. Ach, geschafft. Ach, können wir es nicht mal sehen. Das ist ja schön herrlich. Ich dachte, die blenden dann zumindest mal ein und zeigen mir, wie er es denn macht. Na, das ist ja blöd. Das ist ja dumm gelaufen. So. Einer von drei Hämmern. So, nächstes Level bitte. Kriegen wir das mal hin. Hier mit einem Luigi. Oh, mit einer Luigi-Flagge vorne drauf. Auch noch gebrandmarkt. Der Münzkeller. Ich sehe gern anderen beim Schuften zu, um mich daran zu ergötzen, dass ich selbst nicht arbeiten muss. Zu diesem Zweck bin ich im Untergrund Münzen, habe ich im Untergrund Münzen verteilt. Willst du nicht runtersteigen und sie aufsammeln, du kannst sie dann behalten. Ich habe genug davon. Okay, auf geht's. Vielleicht wird es diesmal besser. Oh, alle Münzen 30 einsammeln. Okay. Vielleicht kriegen wir das mal besser auf die Reihe. Kriegen wir es besser gebacken. So, ein Stern. Ein Stern, der Marios Namen trägt. Da ist das Ziel. Ich benötige die Münzen. Irgendwas sagt mir, dass der Stern schon ganz hilfreich war. Ja. Ja gut, dann halt auch ohne Stern. Oder nicht ohne Stern. So. Aus dem Weg. So, habe ich Platz gemacht. Dann kann ich hier die Münzchen einsammeln. Ja. 7 von 30. Ein Super Mario Land. Quatsch, ein Super Mario 3D Land. Level. Ja gut. Den Stern hätten wir woanders gebraucht. Aber gut. Haben wir jetzt für die Gumbas verschwendet. Dann halt diese Tür hier.
Oha. Muss nur aufpassen, wo die sich hinbegeben. Ich bin klein. Okay, dann haben wir geschrumpft. Da kann uns nichts mehr wehtun. Oha, scheiße. Das war schon ganz gut. Oha, hoch da. Fast so ein bisschen wie in dem ersten Super Mario. In dem Mario Bros. Also nicht in dem Super Mario Bros, sondern in dem ersten richtigen Mario Ding, wo der noch als Klempner die Sachen runtergerutscht ist. Wo der gegen Koopas noch gekämpft hat. So, die Goombas werden wir doch wohl auch jetzt. Die werden uns doch wohl auch nicht aufhalten. So. Alles klar. Und hier nochmal runter. Und gleich wieder hoch. So, Münzchen sammeln. Da ist er weg. Von unten kann ich dagegen springen. Die verpuffen lassen. Sehr gut, da war es noch einer. Ja, komm. Da haben wir doch schon 16. 16 Münzchen. So einen Stern. Na komm. Und jetzt kein Scheiß. Können wir die Ameisen hier mal beseitigen. Oder zumindest ein paar. Ein paar groß geschrieben. Ja, dann strengen wir uns ein bisschen an. Lassen uns nicht von Ameisen besiegen. So, 23 von 30. Das ist doch schon was. Und wen haben wir hier? Oh. Das ist nicht gut. Und der Endgegner. Nein. Finde ich nicht so toll. Überleben. Eine Münze noch. 29 von 30. Na komm, das kriegen wir doch hin. Ah, weg hier. Die Pompom. So heißt sie, wenn ich richtig mich entsinne. So, ab zum Ziel. Haben wir auch mal was geschafft. Soll ja auch mal vorkommen, dass wir was schaffen in dem Part hier. Ohne Luigis Hilfe zu benötigen. Hervorragend. So, 2 von 3 Hämmern, die wir benötigen für den Ostflügel. So, schaffen wir noch den dritten. Kriegen wir den dritten Level noch mit rein. Sehr schön. So. Schöner Wunde mit Knochen trocken. 2 von 4 Sternen. Jo, nehmen wir das. Pass auf dich auf. Beschreibung. Habe ich bestimmt übersprungen, habe ich geskippt. Aber im Super Mario Bros. Style. Im Style des ersten Super Mario Levels. Super Mario Spiels, meine ich. Oh, Münzchen. Mit dem Knochentrockenpanzer können wir schön durch die Lava schwimmen. Nicht sehr gut in Mario, es ist bloß. Sind bloß immer diese blöden Controller, das ist, ich weiß auch nicht, was mit denen los ist, das ist immer wieder eine Last mit diesen Controllern. Die Steuerung funktioniert dann mal wieder nicht.
wie soll man noch gute Parts aufnehmen, wenn die Steuerung das immer zu versaut? Das ist echt. Echt eine Last, das geht ja so nicht. Das sind echt keine Zustände. Da muss man sich ja mal beschweren, das muss man ja wohl noch sagen. Das ist ja nicht. So kann ich ja nicht arbeiten. So, da gibt es für den Fall der Fälle einen neuen Panzer, den wir nicht brauchen. Oh, hier ein Hot Heat. Mehrere Hot Heats. Vorsichtig. So. Sachte immer weiter. Hier kann man schon mal ertrinken. In der Lava. So, check the point. Sehr nice. Oh. So geht's natürlich auch. Und hops. Und hier unten lang. Ah, nein, unten lang war der falsche Weg. Aber wir haben einen Checkpoint. Unten lang. Immer schön oben lang. Sonst werden wir hier von der Lava noch. Hau. Sehr viel Feuer. Auwei. Auwei. Das riecht doch stark nach Bowser. Oh, Schreck. Schnell hier unten durch, schnell hier unten durch. Und zack. Fast hätte er mich getroffen, der Bowser. Da haben wir ihn besiegt. Alles klar. Ordentlich. Naja, nicht ordentlich, aber... ist etwas geschafft in diesem Level. In diesem Part. Den Ostturm erbaut. Den Ostflügel. 3 von 3. Naja. Ostflügel. EG. Fertig. Erdgeschoss. 8%. Naja. Besser als nichts. Ostflügel, Erdgeschoss, abgehakt. Und dort vor dem Genuss, vor dem Genius der Baumleiterin, ihr Unwürdigen. Ach ja, wenn du das ganze Schloss betrachten möchtest, drücke R. Dann weiter. Keine Müdigkeit vorschützen. Okay, was als nächstes? Ah, okay, jetzt fangen wir mal mit den Erdgeschossen an. Okay, dann machen wir gleich den Westflügel hinten dran. Kann der Bau beginnen? Kann beginnen. Nimm das Geld und fang an zu bauen. So sieht's aus. Westflügel. Erdgeschoss. Die Bauarbeiten am EG des Westflügels haben begonnen. Los, es warten sicher noch Aufträge auf dich. Ja, der Rote Tod hat ein paar Aufgaben für mich und... oh. Wen haben wir denn hier? Das schauen wir uns im nächsten Part an. Neue Aufträge und der Rubble-Bubble. Den schauen wir uns dann an. Schauen wir uns weiter um. Ich glaube, ich nach oben sollte es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Und ja, keinen weiteren Part. Super Mario Maker 2 mit dem Zwang fast verpasst wollt. Habt noch einen angenehmen förstlichen Tag. Man sieht sich. Haut rein. Ciao, ciao.